Lass uns am besten direkt einsteigen. Ich spiele die wichtigsten Abschnitte einfach mal ein und kommentiere sie dann entsprechend. All right, guys, let's go ahead and get started with number one. What is it with the dead fish? I have to tell you guys that everybody over 40 is holding a dead fish. For me personally, as a woman, that resembles a few things. Death, killing something, and a very unpleasant smell, if you know what I mean. Yeah. Ja, hier spricht sie, wie du hören konntest, Angelfotos an, die wohl speziell Männer über 40 in ihren Profilen posten. Und sie macht dann auch deutlich, warum sie es uncool findet. Nämlich, weil Frauen A. keine toten Tiere mögen und B. sensibel bei Gerüchen sind. So why we would want to be reminded of that, I have no idea. Maybe you're trying to express that you fish, that you hunt. Well, nowadays, women would like you to actually be able to buy their dinner. So if you can catch a fish, that's great. If you're trying to show that you like boating, there are many other ways to do it. Fisch- und Jagdfotos finden wir Männer, mich natürlich eingeschlossen, ultra cool. Frauen aber nicht, so einfach ist das. Hat also in deinem Dating-Profil nichts zu suchen. So, I suggest if you're someone that likes to be on a boat and wants to express that in your profile, trying something like this over that. Interessant wird's jetzt, wenn sie statt der Fischfotos Bilder auf einem Boot oder einer Yacht vorschlägt. Hier sieht man mal wieder ganz wunderbar, wie sehr Frauen von Luxus und Bequemlichkeit angezogen werden. Und naja, so viel zum Thema, nur die inneren Werte zählen. Nächster Fehler. Topless selfies. First of all, guys, you should never be taking a topless selfie of yourself. Second, you should never be topless unless you are on a beach. Girls don't care. We are not men. We're visual to a point, but not to a point where we want to see a topless selfie of you. Von Fotos im Profil mit freiem Oberkörper, da hat sie wirklich nicht unrecht, würde ich ebenfalls abraten. Auf keinen Fall würde ich ein solches als das Hauptfoto oder gar als das einzige Foto reinstellen. Dass Frauen weniger visuell bei Männern sind, ist im Prinzip richtig, zumindest wenn es nur und ausschließlich um den Körper geht. Geht es dann um das, was neben dem Körper passiert, nämlich in deinem Leben oder eben hier auf den Fotos, dann sind Frauen mindestens genauso visuell, wenn nicht sogar noch mehr als Männer. And just so you know, you guys, anytime I see a guy in his bathroom with a topless selfie, do you know what I'm doing? I am zooming in on your decor. I can see your toothbrush in the back. I can see your ugly towel rack with a dirty towel on it. I'm not the only girl doing this because I want to see how you keep your space, how you keep your bathroom. So the goal might be to try to show off your bod, but just so you know, a lot of us women are zooming in on your dirty, messy decor behind you. So if you're going to insist on taking one, you better have some nice towel racks. You better have a very nice bathroom behind you. You better clean up your toothbrush, your toothbrush, your razor, all that crap that's always in the background is so freaking disgusting. Frauen registrieren sehr wohl, wie dein Umfeld beschaffen ist, wie hygienisch es bei dir zugeht, wie sauber und aufgeräumt alles bei dir ist also. Und wenn's bei dir aussieht wie Kraut und Rüben, dann hilft dir auch die beste Surferfigur nicht. Number three, online dating mistakes that men make on their profiles. Beim nächsten Punkt geht sie dann nochmal explizit auf die Sauberkeit deiner Wohnung ein. Was Frauen wirklich wichtig sein muss, denn sie haben, ob sie es wollen oder nicht, das gesicherte und gesunde Aufwachsen von potenziellen Nachkommen im Unterbewusstsein. Oh, my men and online dating, I am here to give you guys advice. Okay, so anytime you are taking a picture of yourself where there is a reflection of what is behind you, see how everything is nice and neat. Ganz klar, Frauen achten super genau auf die Details. Das betrifft nicht nur deine Kleidung, deine Schuhe, deine Haut- und Nagelpflege, was ich ja alles schon x-mal erwähnt habe, sondern eben auch deine Wohnung. I am telling you guys right now, I found this picture and I understand what the guy's trying to do. He's trying to show a picture of his cute cat. His cat is cute, but guess what else I see? I zoomed in on this. Can you see that? That is a huge mound of sunflower seeds that he has been eating for, it looks like a year, and still has them sitting next to his bed, where supposedly you're supposed to have any type of intimacy, along with beer bottles, soda cans, everything else that's disgusting. Clearly this guy's a slob. Herumliegende Socken, Schmutz jedweder Natur,
Bier- oder Limo-Flaschen, Zigarettenschachteln, all das eben, das hat auf den Fotos nichts verloren. Gerade Badezimmer und Schlafzimmer sind für Frauen die wichtigsten Räume, in denen wirklich Ordnung und Sauberkeit herrschen sollte. You have to understand that when women are dating, we are future planning. We are trying to see how we're going to live with you. How's the sex going to be? You're trying to guess all this stuff. And seeing how you guys live and how your space is a clear picture of what it will be like. Hier sieht sie sogar ein, dass Frauen direkte Rückschlüsse von deinem Umfeld, hier deiner Wohnung, auf ein potenzielles Zusammenleben mit dir ziehen. Der Punkt ist echt extrem wichtig, damit die Frau Vertrauen entwickeln und dich als Qualitätsmann einordnen kann. My next tip to men's online dating profile mistakes is when you're trying to be incognito. Fehler Nummer 4 wäre es, wenn dein Gesicht nicht erkennbar ist und du aus welchen Gründen auch immer dich nicht zu erkennen geben willst. This might be because you're freshly divorced. Maybe you're separated and you don't know what you're doing. Maybe you are known in business and you don't want people to know who you are. Fair enough. Hopefully that's the only reason why you're trying to be incognito. This does not work. All you're showing me here is your receded hairline, which is fine. I'm not saying that. I'm just saying you're highlighting a flaw. If you're going to be incognito, I suggest doing something like this fella. This is very grand. This is perfect. This is cool. This is not. Dein Gesicht sollte wirklich erkennbar sein, du solltest nicht grimmig reinschauen, du solltest zufrieden wirken, im besten Fall lachen und die Fotos, die sollten in einer hohen Auflösung sein. Keine verschwommenen Handyfotos also. Zusammenfassend hat die Lady hier eigentlich ein recht ehrliches Urteil abgegeben, dem ich nicht viel hinzufügen muss. Hochwertige Fotos sind wichtig, was auf diesen Fotos passiert und was nicht passiert ist wichtig und ob die Fotos für ein Zusammenleben mit dir werben oder nicht, ist wichtig.